Jo, Freunde, Goldpriester hier. Und zwar, wie angekündigt, laufen aktuell die Sommerspiele. Und zwar vom 28. bis zum 7. September. Und in diesem COD-Guide erfahrt ihr gleich, was man alles als Belohnung freischalten kann und wie ihr den ersten Tag auf Gold bekommt. So, an diesen Sommerspielen können übrigens alle teilnehmen, auch die nur Warzone besitzen, also die noch nicht das volle Game gekauft haben. Und zwar geht ihr dafür auf den Menüpunkt Sommerspiele und der erste Tag beginnt mit Raskander Parkour. Und hier bekommt ihr insgesamt drei Belohnungen, und zwar Bronze, da gibt es einen Sticker, stimmiger Preis. Auf Silber gibt es eine Visitenkarte Vollsprint und wer Gold erreicht, bekommt einen Bauplan Kugelstoßen. Den schauen wir uns gleich später nochmal genauer an. Was jetzt hier nicht aufgeführt ist, und zwar bekommt zusätzlich auch noch einen Talisman namens Sommerspiele-Pokal. Den seht ihr hier im Hintergrund. Wieso der vorher nicht aufgeführt wurde, habe ich keine Ahnung. Doch was ist jetzt genau das Problem beim ersten Tag? Und zwar gibt es in der Mitte bei der Scheune einen Übergang, der relativ groß ist. Und wenn man nicht genügend Anlauf nimmt und gleichzeitig den Taktik-Sprint drückt, dann fehlt man die ganze Zeit und dann bekommt man am Ende halt kein Gold. Der Taktik-Sprint ist aber dann aktiv, wenn der Charakter die Waffe nach oben reißt. Da wir jetzt hier mit dem Messer unterwegs sind, sieht man es nicht so gut, aber wenn das Messer mal nach rechts unten geht, dann ist eigentlich der Taktik-Sprint aktiv. Schaut bitte mal unter den Optionen nach, was bei euch der Taktik-Sprint ist. Beim PC habe ich die linke Shift-Taste eingestellt. So, ihr habt es ja bestimmt gerade schon gesehen, und zwar kurz nachdem ihr aus dem Fenster rausgesprungen seid, kommt ja dieser Heuballenbereich. Und wenn ihr auf diesem Heuballenbereich seid, dann nehmt ihr den Taktik-Sprint und lauft bis kurz vor das Ende. Und erst dann springt ihr nach drüben auf die andere Seite. Normal müsste es dann eigentlich funktionieren. So, jetzt sehen wir hier nochmal den kritischen Bereich. Prägt euch das auf jeden Fall ein. Normal, wie gesagt, ist es dann eigentlich kein Problem mehr. Okay, jetzt schauen wir uns einmal den vollständigen Durchgang in Gold an und dann gibt es noch ein paar Informationen zu den Bauplänen. Da gibt es nämlich, wie gesagt, zwei Stück. Leute, ein kleiner Einschub, ich vergesse das jedes Mal. Und zwar lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr weitere COD bzw. Warzone Guides sehen wollt. Okay, jetzt viel Spaß mit dem Golddurchgang. Ich melde mich da nochmal zurück. Spring rüber! Ich selbst nicht besser machen können. Gut. So, da war ich ja echt gerade noch so im Goldbereich. Da habe ich echt Glück gehabt. So, auf jeden Fall heißt der Bauplan Kugelstoßen. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Und so schaut die Waffe dann aus. Und zwar vorne am Lauf habt ihr rotes und grünes Panzertape angebracht. Und hinten ist nochmal ein Stück gelbes Panzertape zu sehen. Das Griffsteck ist auffällig blau gefärbt. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. So, und wer sich jetzt noch fragt, welche Grundwaffe das ist, und zwar ist das die 50 GS, die Desert Eagle. So, und wenn ihr jetzt das komplette Event mit allen 5 Balkonen auf Gold abschließt, bekommt ihr noch eine Endbelohnung, und zwar den Hindernis-Bauplan. Sieht auf jeden Fall echt nice aus. Ich weiß gar nicht, was das für eine Grundwaffe ist. Ist das die Kilo, oder? Ich weiß gar nicht genau. Könnt ihr mal schreiben, was das für eine Grundwaffe ist. So, heute zum 29.08. gibt es dann die neue Map, und zwar Waffenkurs. Da habt ihr auch wieder drei Belohnungen, und zwar Sommerspiele-Spray, Basketball-Sirene-Fahrzeug-Kube und dann noch Kugelrennen-Visitenkarte. Das folgt dann aber in einem weiteren Video. Übrigens, wer das Warzone Live-Event verpasst haben sollte, kennt ihr deine Geschichte, sollte auf jeden Fall mal bei der Playlist vorbeischauen. Denn diese wird immer mal wieder aktualisiert und aktuell gibt es nämlich das Event nochmal. Also wer das verpasst haben sollte, kann es damit nochmal nachholen. Jo Leute, das waren erstmal soweit die wichtigsten Informationen. Ihr könnt mal einen Kommentar da lassen. Vergesst nicht, ein Abo dazulassen, wenn ihr weitere Videos zu Battlefield und COD sehen wollt. Bis morgen, euer Goldpriester. Ciao, Ski.